Okay Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge von Tiny Craft Attack 6 und heute gibt es mal ein bisschen was Spezielles wieder. Und zwar werde ich ein bisschen weiterbauen. Ich habe im Stream schon mal angefangen und habe auf jeden Fall einiges geschafft und lol, was ist los? Ich sprinte irgendwie so komisch hier. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt hier schon mal hier, ja, ein paar Kisten mehr hingesetzt, ne? Sieht man auf jeden Fall hier, ne? Letztes Mal standen hier nur 4 Stück hier. Und jetzt füllt das hier so den halben Raum aus. Und dann habe ich hier schon mal eine zweite Etage angefangen, genau. Und so wollte ich das hier machen mit den Treppen eventuell. Das wird also dann die Wand, und ich werde dann oben die Treppen nochmal umgekehrt drüber setzen, ne? Ihr werdet dann sehen, wie ich das meine. Und ja, hier habe ich mit Glas mal ein bisschen versucht, so eine Erweiterung zu machen. Und da wird es dann hier noch rumgehen. Vielleicht mache ich hier hinten auch noch so ein Ding dran, dass es ein bisschen größer wird und der Raum einfach noch ein bisschen besser genutzt werden kann. Und generell werde ich eben hier alles im Birkenstil so mehr oder weniger halten. Und ja, ich bin schon mal gespannt, auch was ich hier vorne so baue, ne? Und ich werde mir da jetzt gleich noch was überlegen und werde auch wieder ein bisschen cutten. Aber machen wir heute mal eine Baufolge, dachte ich mir. Und ja, dann würde ich sagen, geht's mal los. Ja, ich habe mir so überlegt, dass ich hier dann um die Ecke gehen werde wahrscheinlich, ne? Und ja, die kommen hier noch weg. Da hätten wir hier auf jeden Fall dann so einen kleinen Abschluss. Aber da muss ich mal schauen, wie ich das hier dann mache, dass das alles passt, ne? Und auch da unten, da wird es dann auch schon so ein Dach geben quasi. Aber vielleicht auch mit so einem kleinen Dachboden. Hätte ich eigentlich auch Bock drauf. Also ich werde da dann mir so einen Übergang einfallen lassen, ne? Ich mache jetzt erstmal hier so diese Ecke und ja, werde jetzt nochmal das gleiche auf der anderen Seite gleich bauen. Und ja, ich denke mal, da können wir dann schon was mit anfangen, würde ich meinen, ne? Ja, soll ich das noch mit aufnehmen oder soll ich jetzt hier auch wieder schneiden? Das ist die Frage immer. Ich mache nochmal ein bisschen mit hier, ne, damit man auch ein bisschen was vom Bauen mitkriegt. Aber ja, ich würde dann auch nicht alles mit aufnehmen. So, ich habe jetzt schon mal das Glas ein bisschen weitergezogen. Ich bin mir aber noch nicht sicher, wie genau ich das dann ja jetzt machen soll. Soll ich jetzt da schon aufhören oder soll ich noch weitergehen tatsächlich? Das ist die Frage. Ich werde hier auf jeden Fall auch noch Stützen einbauen. Eventuell kommt ja hier auch noch ein Garten hin oder so, ne? Hier drunter also. Dass man hier so einen Wintergarten macht oder so mit Zuckerrohr, ne? Das könnte man hier anbauen. Weil da suche ich eh noch einen Platz. Da vorne ist ein bisschen doof. Ja, da hätte ich eigentlich Bock drauf. Ich denke mal, so mache ich das. Da werde ich hier noch ein bisschen was wegmachen. Und ja, dann hat sich die Sache. Ist auf jeden Fall eine gute Idee. Ich versuche das mal umzusetzen kurz. Übrigens, Leute, wir sind jetzt auch wieder auf der 1.13 schon mittlerweile, ne, also auf der Pre-Release, und lange dauert es auf jeden Fall nicht mehr, dass der Server jetzt auch endlich auf die Vollversion 1.13 geupdatet werden kann, finde ich ganz cool auf jeden Fall, und, ja, wir sind jetzt auch endlich mal wieder auf einem Server überhaupt, ne, letzte Folge musste ich ja im Singleplayer machen, weil es einfach nicht anders ging, und, ja, ich denke mal, auf dem Server wird es auf jeden Fall jetzt wieder besser, da können wir ja, auch mit weniger Lags jetzt mittlerweile spielen und vor allem bald vielleicht auch mal wieder mit einem Gast, ne? Das wäre auf jeden Fall schön. Ich habe jetzt einige Folgen alleine gemacht und ja, mal schauen, ob das dann irgendwie zustande kommt demnächst. Fände ich auf jeden Fall cool. Einige wollen auf jeden Fall wieder spielen, wenn der 1.13 raus ist. Also, ja, da warte ich noch drauf, ne? Und ja, bis dahin mache ich eben noch so ein paar gecuttete Folgen alleine und mal sehen, wie das wird. Und ja. Übrigens werden wahrscheinlich die Plugins wieder auf dem Server aufgespielt, denke ich mal. Wenn die 1.13 also fest raus ist und die Plugins dann auch kompatibel sind, dann wird es die wahrscheinlich hier wieder geben, ne? Darum kümmert sich dann Lukas, hat er gesagt. Ja, da bin ich schon mal gespannt. Wird auf jeden Fall auch wieder ein bisschen nervig, vor allem mit Word Edit. Ja, aber gut, ich denke mal, es erleichtert dann auch wieder einiges. Ich weiß auch noch nicht, vielleicht mache ich den Dev-Counter wieder rein, aber ja, zurzeit funktioniert der alte Befehl wahrscheinlich nicht mehr. Deswegen, ja, geht da gerade nicht. Auf jeden Fall, was gibt's noch zu sagen? Ich denke mal, das war's erstmal. Ach so, ja, stimmt, eine Sache gibt's noch. Und zwar wird's wahrscheinlich bald einen neuen Server-Anbieter geben, ne? Wir sind gerade am Überlegen, das Ganze hier umzumünzen auf MC4U. Da gibt's nämlich irgendwie auch so ein Angebot, was wir bekommen haben, wo man halt, ja, den Server ein Jahr laufen lassen kann, oder ziemlich lange auf jeden Fall, ich glaube sogar unbegrenzt, ja, und man muss nichts irgendwie bezahlen oder nur 1 Euro oder so, und man muss aber irgendwie jeden Tag drauf joinen, sonst wird er gelöscht, und das ist natürlich dann auch ein bisschen riskant, da sind wir halt am Überlegen, ob wir das machen oder so, weiß ich noch nicht, wäre erstmal, ja, so eine kleine Überlegung, aber ja, das werden wir auf jeden Fall noch durchdenken. Ja, ist nun mal erst so eine Idee. Also vorerst bleibt es erstmal dabei und ja, wir werden schauen.
Ja, wie ihr kurz schon gesehen habt, so werde ich das auf jeden Fall machen hier. Ich mache hier einfach dann nochmal solche extra Balken davor und hier dann eben ja auch nochmal so ein Abschluss. Das hier ist dann 9x9 dieses Glasfeld und ja, ich werde dann hier jetzt noch Glas platzieren gleich. Dazu werde ich auch mal eine kleine Timelapse machen, by the way, ne? Wollte ich ja auch mal einbauen immer in die Folgen und ja, das sollte heute mal funktionieren. Ansonsten muss ich demnächst auf jeden Fall das Feld hier noch wegreißen und dann werden wir sehen, wie ich das mache, ne? Aber ich würde sagen, es geht erstmal los mit der kleinen Timelapse. So, ich würde sagen, an der Stelle ist dann die Timelapse auch schon wieder vorbei. Ja, ging jetzt wahrscheinlich nicht allzu lange, aber doch eine ganze Weile. Mal sehen, wie...